Ja, ich bin die Christina, bin jetzt in der 39. Schwangerschaftswoche und bin sehr erfreut, dass wir das jetzt noch gepackt haben, kurz vor dem Termin, dass sich unser Baby noch gedreht hat aus der Steißlage mit dem Kopf nach unten und können jetzt positiv auf die Geburt blicken, voller Freude. Sehr schön, du darfst das ja auch tatsächlich mit einer guten Zuversicht und einem großen, großen Vertrauen haben. Das ist euer zweites Kind. Du hast schon mal geboren. Vielleicht willst du darüber kurz was erzählen. Genau, mein oder unser Sohn ist jetzt 4,5 Jahre alt. Ich war vor ungefähr 5 Jahren in der 18. Schwangerschaftswoche, war ich beim Sanfte-Geburt-Kurs. Damals sehr, sehr früh, da hatte ich noch gar keinen Bauch, aber es hieß, je früher, desto besser, weil man sich eben mental sehr gut darauf einstellen kann. Das heißt, wir waren damals im Kurs sehr, sehr überrascht mit dem, was wir alles gelernt haben und konnten das super umsetzen. Und daraufhin freue ich mich jetzt natürlich umso mehr auf die zweite Geburt, weil sehr, sehr viel eingetreten ist von dem, was wir uns damals gewünscht haben, was wir im Kurs durchgenommen haben. Du hattest gesagt, dass das erste Kind ist ja oft so der Fall, nach diesem Kursbesuch zwischen 4 und 7 Stunden zur Welt kommen durfte, auf natürliche Art und Weise. Also du hast eine berechtigte Rückschau jetzt auf ein gutes Geburtserlebnis, dass das wiederum so gut verlaufen kann, ja? Definitiv, genau. Wenn das einmal so gut geklappt hat, bin ich total happy, dass es auch beim zweiten Mal so gut klappt. Ja, ganz sicher. Das kommt gut. Vor allem jetzt eben, das war ja der hängende Fall wegen Kaiserschnitt, wenn die Lage des Babys halt so war. Das hast du jetzt wunderbar gemeistert. Da möchte ich gerne ein bisschen darauf eingehen. Wie bist du dann auf dieses von uns angebotene Produkt Baby dreht sich aus Steißlage überhaupt gestoßen? Genau, wir hatten jetzt wirklich die Schwierigkeit, dass das Baby sehr, sehr lange mit dem Kopf nach oben lag, auch noch in einer sehr unangenehmen Position, mit den Beinen auch noch komplett hochgeklappt, die Füße Richtung Kopf, in der Klappmesserposition. So nennt man das, ja. Genau so nennt man das. Und der Arzt hat gesagt, machen Sie jetzt aktiv die indische Brücke. Ich so, okay, geguckt, was ist die indische Brücke? Geschaut, wie kann ich das machen? Habe das so oft gemacht und gemerkt, da passiert gar nichts. Irgendwie, der Po ist oben, aber das Kind macht dabei gar nichts. Ich spüre keinen Erfolg. Dann bin ich ins Internet gegangen, habe eingegeben, Beckenendlage und bin sofort auf die Seite von Sanfte Geburt wieder gestoßen, habe gedacht, das Konzept kenne ich bereits. Das heißt, ab auf die Internetseite und bin dann auf diese Audio, Geschichte gestoßen, dass ich mir die runterladen kann und habe gedacht, also wenn das nicht hilft, weil ich weiß, mental kann man sehr, sehr viel bewirken, dann hilft nachher gar nichts mehr. Und das war wirklich meine letzte Chance. Ich voller Freude auf die Seite, habe mir das runtergeladen und wirklich 4 Tage hintereinander zusammen mit der indischen Brücke kombiniert, zusammen angehört. Ich bin sogar ein, zweimal eingeschlafen dabei, aber im Unterbewusstsein arbeitet es ja trotzdem mit. Und ich habe in dem Moment, wo ich das gehört habe, sehr, sehr, sehr viele positive Botschaften dem Kind wieder schicken können und versucht, dem Baby Selbstvertrauen zu schicken und habe gesagt, du machst das, was für uns beide stimmt. Und ich glaube, das war genau der richtige Weg. Und ich war sehr, sehr begeistert von dem, was dort erzählt wird. Und daraufhin kann man sich wirklich wieder voll und ganz in diese Selbstvertrauensgeschichte darauf einlassen. Und von daher war mir eigentlich echt klar, das funktioniert. Und ja, es hat tatsächlich funktioniert. Nach dem 4. Tag hat sich etwas getan im Bauch und ich habe das sehr, sehr gut gespürt, auch wenn ich nicht die Drehung gespürt habe, habe ich einen extremen Schmerz gespürt und ich weiß genau, das muss die Phase gewesen sein, wo das Kind sich gedreht haben muss. Und Ja. 4 Tage Erfolg, super. Ich war mega happy oder bin mega happy, dass das so gut geklappt hat. Ja, und ich denke, mein Kind ist jetzt auch bereit, dass wir das zusammen durchstehen.
also durchstehen, ist ja was wirklich, wirklich Schönes. Sehr schön. Also das hast du gut erläutert, wie du das ein bisschen umgesetzt hast. Trotzdem möchte ich noch ein bisschen Einblick gewähren in dieses ganze Paket, Angebot, Baby dreht sich aus Steißlage. Du hast ja das übrigens nicht schon bereits in der 36. Woche bezogen, sondern erst gerade jetzt, also in einem sehr späten Stadium, ja, 39. Woche. Und das Kind hast du trotzdem noch dazu bewogen, sich zu drehen. Toll. Genau, das stimmt. Also, obwohl alle Hoffnungen eigentlich schon quasi verschwunden sind und ich so das Gefühl hatte, oh Gott, der Kaiserschnitt rückt näher. Aber wenn man einmal so eine schöne Geburt hatte mit dem ersten Kind, dann wünscht man sich auf keinen Fall einen Kaiserschnitt beim zweiten Kind. Von daher umso schöner, dass das jetzt funktioniert hat in dem späten Stadium der Schwangerschaft. Ja. Ganz toll. Passiert aber auch oft so mit diesem Paket. Der Hintergrund ist, dass man eben mental, körperlich nicht nur die indische Brücke macht, sondern eben auch mental das verknüpft und auch emotional. Das bewirkt ganz vieles, selbstverständlich. Und wenn du dabei einschläfst, noch optimaler, weil dann bist du noch entspannter. Da kann vieles geschehen beim Kind. Weil alles wird weicher, wird weiter. Und das ist eigentlich der Grund, die Hormonausschüttung gestaltet sich anders. Was hast denn du jetzt, Christina, für jemanden, der das Video hier schaut und sich fragt, ja, was ist denn da alles drin in diesem Paket? Was hast denn du genau diese 4 Tage umgesetzt, damit das funktioniert hat, Erfolg gebracht hat? Ich habe mir die eine Audio-MP3 immer wieder angehört, wo die Heidi spricht. Und habe wirklich auch die Worte, die Heidi benutzt hat, um dem Kind das Selbstvertrauen zu schicken, sich zu drehen, auch wirklich in meinen Kopf und dann zum Baby hin transferiert oder geschickt. Und ich habe mich ehrlich gesagt genau darauf versteift, immer auf das eine Produkt, ehrlich gesagt, ja. Und es gibt noch eine Anleitung zum Lesen dazu. Die habe ich auch gelesen, eben, dass man das zusammen verknüpft und kombiniert mit der indischen Brücke. Die Heidi ist meine liebe Partnerin, für all diejenigen, die das nicht wissen. Sie hat eine Datei oder 2 Dateien besprochen. Es gibt 3 bis 4 verschiedene Audio-Flow-Erlebnisse, so nenne ich die. Das sind Tiefenentspannungen geführte. Und 2 oder 3 wechseln wir uns jeweils ab. Du hast jetzt demzufolge nur die eine gehört und das hat schon genügt. Genau. Es gibt noch eine, wo nur Musik spielt. Ich denke, das hat viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Das sind versteckte, also unhörbar auf einer Frequenz aufgenommene positive Botschaften, die mit Musik dann entsprechend Resonanz mit dem Gehirn aufnehmen und diese Botschaften ins Unterbewusstsein transportieren. Das ist eine spezielle Aufnahmetechnik. Das gibt es dazu und dann ebenfalls hätte es noch 2 oder 3 weitere gesprochene, geführte Bilderreisen dazu gegeben. Die hast du nicht mal anwenden müssen, Christina, hat auch so schon funktioniert. Genau. Da ist eine Wunscherfüllung ist dabei noch und auch eine Affirmations-Suggestions-Audio, das wäre noch dabei gewesen. Aber toll, dass es ja so schnell und so auch schon funktioniert hat. Das Wichtige ist, das Resultat stimmt. Ja? Das ist so, genau. Und du kannst jetzt ab in die natürliche Geburt, das hast du dir ja von ganzem Herzen gewünscht. Wenn du ein bisschen Rückschau hältst, wenn jemand jetzt dieses Video schaut, eine schwangere Frau hat vielleicht Steißlage, Christina, wenn du Rückschau hältst, was würdest du einer Frau empfehlen? Das hat ja manchmal einfach auch mit Emotionen zu tun oder zu viel Stress oder zu viel da im Umfeld und alles wird enger und das Kind wird größer. Auf das, was du zurückblicken kannst, möchtest du vielleicht irgendeinen Tipp noch einer Schwangeren geben, was sie vermeiden sollte oder auf was sie gut schauen soll? Dass es gar nicht zu einer Steißlage erst kommt oder wenn sie sie hat, was sie da tun sollte? Die Schwangerschaft jetzt, ich kann da gerade wirklich sehr gut davon sprechen, die war von sehr, sehr vielen Ereignissen geprägt, die in mir Stress ausgelöst haben
obwohl ich das eigentlich vermeiden wollte, weil die erste Schwangerschaft sehr, sehr harmonisch war und jetzt in der zweiten sehr viel passiert ist, die den Körper wirklich in den Stress verfallen ließ. Von daher möchte ich wirklich raten, versucht euch den Körper zu entspannen. Versucht viel mit eurem Kind zu kommunizieren. Versucht nicht in diesen hohen Stresspegel zu kommen. Hört auf euch und nicht auf die anderen. Das ist so mega, mega wichtig. Ich gebe den Leuten immer den Rat selber im Beruf. Ihr seid jetzt die wichtigsten, Mami und Baby, und habe es diesmal wirklich nicht gemacht und habe dadurch sehr, sehr viel mit einem harten Bauch zu tun gehabt und habe so ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, wie selbst verschuldet, dass meine Gebärmutter das Baby immer festgehalten hat. Macht viel Tiefenentspannung, versucht euch mit dem Kind zu verbinden und eigentlich wirklich eine ruhige Ausgangsposition für eine richtig schöne Schwangerschaft zu schaffen. Das ganz, ganz lieb, diese ehrlichen Worte, auch dass du das jetzt so noch präsentierst. Man ist schneller, als man denkt, im Stress. Das ist einfach so, vor allem wenn man schon ein Kind hat oder sogar mehrere. Das war ein ganz wohlgemeinter Rat. Weg mit Stress, immer wieder in Entspannung, immer wieder in die Mitte kommen, bei dir sein. Kind und Mutter sind die wichtigsten Personen. Vielen herzlichen Dank auch für dieses ehrliche Feedback noch. Du würdest jemandem, der in dieser Situation ist mit Steißlage, dazu raten, dieses Produkt zu kaufen? Oh ja. Oh ja, definitiv. Nachdem ich jetzt so den Erfolg auch wieder selber gesehen habe, empfehle ich das jeder Frau unbedingt. Hört auf euer Herz und dann hört euch das an und verbindet euch mit eurem Kind. Und das klappt ganz sicher. Ihr müsst einfach euch öffnen dafür und dann funktioniert das. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das hast du jetzt sicherlich ermöglicht, dass viele, die das zuschauen, auch erkennen. Einfach Herz öffnen und entspannen. Da kann im Körper, im Geist ganz vieles geschehen. Das Unterbewusstsein ist bis zum letzten Moment, bevor die Geburt beginnt, bereit, alles zu bewerkstelligen, dass das Kind sich noch drehen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Christina, dass du dir die Zeit noch genommen hast in der 39. Woche. Es geht schon bald los. Du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen Vorkontraktionen gespürt. Genau. Schön hat das noch geklappt. Ich wünsche dir so eine wunderbare zweite natürliche Geburt wie die erste. Alles, alles Gute und herzlichen Dank für dieses Interview. Sehr gern. Dankeschön.